Wer ist Splash, Bruder? Amanda. Welcome, welcome, meine Freunde. Heute zu Gast bei Wer ist jemand, den ihr vielleicht zumindest anhand der Stimme erkennen werdet. Wollte ich kreativ sein auf TikTok, weil mich des Todes genervt hat, dass ich diesen Algorithmus nicht knacken konnte. Oh, du bist Splash, Bruder. Amen, Alter. Keine Ahnung, wo es hingeht. Also ich bin halt ein übelster Träumer und ein übelster ADHS-Mensch. Mein Traum war es auch, in der NFL zu landen. Hast du Football gespielt? Zu dem Zeit? Ja, ja, ich war Thailand lange. Ach, gab's das? Ich finde es eine krasse Story und ich finde es auch cool, wie locker du es erzählst. Wie bist du mental damit umgegangen? Warst du nicht auch mal gebrochen? Boah, was baue ich hier gerade für Scheiße. Uff, wo ich wirklich kurz davor war, schon eine Managing-Position zu bekommen mit 24. So, ich will nicht arrogant klingen, aber alle Rekorde gebrochen, ja, bis heute sagen die Leute. Also, ey, da müssen wir halt weiter gucken nach jemandem, weil mit DAZN hat dann, die wollten eigentlich eine Saisonkooperation, aber dann haben die uns halt einfach dann geghostet damals. Es war halt einfach frustrierend in der Zeit. Ich bin da sehr professionell mit umgegangen. Gut, dann sollte das nicht sein und dann ist halt Wumms gekommen. Bei der DFL gab es zum Beispiel öfter mal Sachen, die in Revisionen gingen, wo die gesagt haben, das ist zu hart oder das ist zu hart. Und bei Wumms habe ich am Anfang bin ich sehr vorsichtig rangegangen, weil ich dachte, okay, das ist öffentlich-rechtlich, da darf ich bestimmt nicht. Und ich habe meine Videos gemacht und die waren so, Sabri, noch härter. Noch härter. Und ich war so, okay, noch härter. Stark. Dann habe ich so härter gemacht und habe so hier und da mal eine Beleidigung reingehauen oder so. Mein Traum aktuell, würde ich sagen, ist Ali Pelli in 10 Jahren zu spielen. aber okay, das klingt großartig. Das ist ein Ding mit RTL zusammen. Ist kleiner Spoiler hier schon mal.